dänische Künstler Per Kirkeby zählt zu den ganz wichtigen Vertretern der neuen neoexpressionistischen Malerei der 1980er Jahre. So beginnt auch die Ausstellung mit kräftigen landschaftlichen Gemälden, die in die Abstraktion gehen. Aber Per Kirkeby hat ein ganz weites Spektrum, auch medial gesehen, in der Skulptur, in der Zeichnung. Auch das wird in der Ausstellung berücksichtigt. Ein Teil wird chronologisch strukturiert von den 70er Jahren, also vom Frühwerk bis zu seinen allerletzten Arbeiten anhand von Holzfasertafeln. Dazwischen immer wieder Skulpturen, Bronzeskulpturen, die aus den Bildern herauskommen. Per Kirkeby ist ein Malerbildhauer. Es gibt immer dieses Verhältnis zwischen dem Dreidimensionalen und der Fläche. Und in den Skulpturen ist diese Oberflächenbeschaffenheit ganz, ganz entscheidend. Was mich an Per Kirkeby so fasziniert, ist seine Einstellung zur Kunst, zur Malerei, seine fast zweifelnde Haltung, sein Verbesserungswillen, sich es nicht einfach zu machen, einfach schöne Bilder zu malen, sondern immer das Tafelbild und sich selber auch in Frage zu stellen. Seit 1993 ist Per Kirkeby immer präsent an der Kunstmeile Krems. Hinter der Minaretenkirche in Stein befindet sich eine Backsteinskulptur. Und in Verbindung mit den Kunstwerken hier in der Kunsthalle können die Besucherinnen und Besucher das gesamte Werk des heuer verstorbenen Künstlers Per Kirkeby kennenlernen.